Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Zum 10. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich Sie herzlich zu unserer Videoandacht aus der Evangelischen Kirche in Köpernitz. Im 74. Psalm heißt es: Gott, warum verstößt du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, auf dem Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Sie sprechen in ihrem Herzen: Lasst uns sie allesamt unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, der wüsste, wie lange. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Schau auf den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind Stätten voller Gewalt. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ewiger Gott und Vater, nach all dem Leid, das den Gliedern deines erwählten Volkes zugefügt worden ist, lässt uns neu erfahren, dass deine Treue Christen und Juden verbindet. Erhalte uns dein Erbarmen und die Hoffnung auf dein Reich, in dem alle deine Kinder dich loben werden in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für unseren heutigen Sonntag findet sich im Evangelium nach Lukas im 19. Kapitel. Der Evangelist schreibt: Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, und es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Angesehenen des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn alles Volk hing an ihm und hörte ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zum Predigttext an diesem Sonntag ist uns ein Abschnitt des Römerbriefs aufgegeben. Im 9. Kapitel schreibt Paulus: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist alles über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der 10. Sonntag nach Trinitatis ist bei uns Israel-Sonntag.
Traditionell gedenkt die Kirche der Zerstörung Jerusalems. Im Jahre 70 nach Christus erobern die Römer während des jüdischen Aufstands Jerusalem und schleifen Stadt und Tempel. Die Wohnung Gottes bei den Menschen, der symbolische Ort seiner Anwesenheit in dieser Welt, wird Israel genommen und Jerusalem geht den Juden auf Jahrhunderte verloren. Ohne den Tempel verändert sich der Glaube und die Praxis des Judentums und die Trennung von Synagoge und Kirche beschleunigt sich. Und Israel, nach christlichem Verständnis, ist die Kirche das neue Israel. Nicht mehr durch die biologische Volkszugehörigkeit, sondern durch den Geist Gottes zusammengefügt. Und das neue Israel und das alte Israel ringen miteinander. Und erst die Katastrophe der Shoah im 20. Jahrhundert mit dem Versagen der europäischen Christenheit, insbesondere der Deutschen, hat dem biblischen Verständnis zur allgemeinen Anerkennung verholfen, wie das Neue Testament das Alte nicht ablöst, sondern daneben tritt und es novelliert, so tritt die Kirche zur Synagoge. Gerade so, wie die Brandenburger Neustadt vor den Toren der Altstadt entstand und die Brandenburger die Altstadt deswegen nicht aufgegeben haben. Gerade so ist die Kirche vor den Toren der Synagoge entstanden. Gottes Stadt, Gottes Volk, Israel, das ist Synagoge und Kirche. Anders, aber eben in Gott doch ein Volk, Gottes Volk. Für uns heute vielleicht wichtiger in unseren Gemeinden ist der Blick des Neuen auf das Alte, ist die Umbruchssituation, auf die Jesus im Evangelium schaut, vor der Paulus ratlos ist und sich wünscht, lieber selbst verflucht zu sein, als dass die Welt so wäre, wie sie nun einmal ist. Wir befinden uns nämlich in der Kirche auch in einer Umbruchssituation, die sich mit dem Abschied von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus vergleichen lässt. Auch wenn es nicht die Römer sein werden, die die Kirchen verbrennen werden. Wir sind weniger geworden und wir können die Strukturen, die wir geerbt haben, nicht unendlich lange aufrechterhalten. Rekordannahmen an Einnahmen an Steuern, die Jahr für Jahr wieder gemeldet wurden, die treffen auf Rekordausgaben für Personalkosten und Rekordausgaben für Gebäudeunterhaltung. In Kernaufgaben unserer Arbeit haben wir tiefe Einschnitte. Und wir sollen gleichzeitig aus Nostalgie Gelder in Gebäude schaufeln, die so nicht wirtschaftlich und zweckdienlich sind. Ein Beispiel: Für die Sanierung des Fußbodens einer unserer Kirchen im Kirchspiel Fleming-Turvolin geben wir 30.000 Euro aus. Aber wir können uns gleichzeitig im Kirchspiel die 2.000 Euro im Jahr nicht leisten, die wir bräuchten, dass jeden Sonntag Live-Musik im Gottesdienst wäre, die wir bräuchten, um einen Organisten zu bezahlen. Für uns als Gemeinde hat aber Gottesdienst und Verkündigung, Seelsorge und Unterricht Vorgang, nicht der Erhalt von Zöpfen einer vergangenen Epoche, in der Preußen ein christlicher Staat und Europa ein christliches Abendland war. Wir stehen vor großen Veränderungen und es wird tiefe Einschnitte geben und die Änderungen tun weh. So wie es Paulus wehgetan hat, dass sich sein Volk an das Alte klammerte und sich dem Neuen verschloss. Und wir werden über das, was wir aufgeben müssen und verlieren, traurig sein und weinen, wie Jesus über das Schicksal Jerusalems geweint hat. Und ja, ich fände es auch schöner,
wenn 95% der Einwohner unserer Dörfer Mitglieder in der Kirche wären. Und ich fürchte auch den Tag, an dem ich erstmals, letztmals einen Gottesdienst in einer Kirche feiern muss, wenn sie entweiht wird. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass wir neben dem Schmerz und der Klage und der Trauer, die uns in den Texten dieses Sonntags entgegentreten, auch Verheißung und Hoffnung hören, die zu verantwortlichem Handeln ruft. Denn die Geschichte Israels ist weitergegangen. Nach der Katastrophe, nach der großen Umwälzung mit dem Verlust des Tempels in Jerusalem. Und unsere Geschichte wird auch weitergehen, unter neuen Bedingungen. Paulus endet in seinem Brief an die Römer in Gotteslob. Und Jesus sagt nicht, nachdem er die Verzweiflung ausgedrückt hat, dass Jerusalem untergeht, jetzt ist eh alles egal und resigniert, sondern er treibt die Händler aus dem Tempel. Soweit es an ihm liegt, er tut, was zu tun ist. Denn auch für ihn gilt, er will nicht, dass Jerusalem zerstört wird. Jeder, der in Zeiten von Umbruch und Veränderung lebt, will lieber an den alten Zeiten festhalten. Aber für Jesus, wie für uns, gilt, hier und jetzt leben wir. Hier und jetzt haben wir unsere Verantwortung zu sehen und so gut wir können, auszufüllen. Vielleicht haben wir, wie Israel zur Zeit Jesu, die Zeit nicht erkannt, zu der wir besucht worden sind. Aber hier und jetzt leben wir. In einer Zeit des Abschieds und in einer Zeit unangenehmer Aufgaben. Aber wir leben unter der Verheißung von Gottes kommenden Reich. Unsere Heimat sind nicht die alten Gebäude, so sehr sie vielen von uns auch am Herzen liegen. Unsere Heimat ist Gottes kommendes Reich, unser neues Zuhause, nicht mit Händen im Himmel für uns gebaut. Schauen wir nicht zurück, sondern schauen wir nach vorn, mit der Hoffnung, erhalten zu können, was erhaltenswert ist, mit der Gewissheit, dass egal wie die Welt sich gestaltet, Gottes Treue Bestand hat und das Volk, das er erwählt, von ihm erwählt bleibt, denn er ist treu. Und letztlich gilt auch für uns das, was im Psalm gesagt wurde, nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende mit unserer Not. Nimm die Tasche, nimm die Hand aus der Tasche und handle an uns und unsere Not geht zu Ende. Alle, die Gott trauen, alle, denen er in Christus seine Treue versprochen hat, sind aufgerufen, gewiss und fröhlich, auch die traurigen und unangenehmen Dinge anzugreifen. Unter der Verheißung, dass das Ende gut wird und Gott im Ende alle Tränen abwischen wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen. Lieber himmlischer Vater, solange wir leben, ist unser Leben der Veränderung und dem Wandel unterworfen. Manches, was sich ändert, erfreut uns. Und vieles, was sich ändert, macht uns Angst. Darum bitten wir dich, komm du mit deinem Geist und deinem Segen in unsere Welt. Segne deine Kirche und segne die Synagoge, dass alle Menschen, die dich kennen, im Vertrauen auf dich leben, Hoffnung haben und Zukunft finden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen eine gesegnete Zeit.